Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück hier zu nicht Ender. Warum komme ich immer auf Enderal, verdammte Scheiße? Kingdom Come Deliverance natürlich, Leute. Und habt ihr die letzte Folge schon verdaut und verarbeitet oder sitzt ihr euch nur in den Knochen? Ich habe ja aus Neugierde jetzt, weil ich fand es ja doch ein bisschen heftig, habe ich jetzt mal geguckt, welches Ending wir denn erreicht haben, weil ich hatte ja Hoffnung, dass das. Also, ich fand jetzt nicht, dass wir uns schlecht geschlagen haben oder so. Und deswegen wollte ich gucken, ob es jetzt das Worst Ending war oder das Mittlere oder das Gute. Also, ich erzähle sie jetzt mal kurz für alle. Also, wer die anderen Endings nicht hören will, weil er das nochmal selber spielen will, jetzt einmal kurz weghören. Mann, wir sind ein bisschen müde, du. Die es jetzt hören möchten, ihr könnt jetzt mal zuhören. Los geht's. Das beste Ende ist tatsächlich, dass man sie wohl mit härter und freundschaftlicher Strenge davon überzeugt, dass das, was sie tut, echt lebensgefährlich ist. Und sie knickt dann wohl irgendwann ein. Hätten wir wahrscheinlich schon nicht mehr geschafft, weil hätten wir uns auch schon vorher immer kritisch äußern müssen. Also, wenn man während der Quest an sich sie nicht so blind unterstützt, sondern ihr schon während der Reise sozusagen die ganze Zeit immer sagt, du, ich finde das komisch, was du hier tust, ich finde das nicht in Ordnung, also ich, für mich klingt das wahnsinnig, ja. Dann zweifelt sie wohl irgendwann selber und am Ende ist sie dann auch bereit zu sagen, ja, ich habe gesündigt, das war alles Schwachsinn, ich irre mich, und an dieser öffentlichen Anhörung sagt sie dann auch, dass das alles wohl alles falsch ist, bababab. Und das war's dann. Das ist das gute Ende. Das mittlere Ende ist, dass sie ausgepeitscht wird und dann wegrennt in den Wald. Oder wird sie weggeschickt und bla. Sie darf aber fliehen. Und das Worst Ending ist das, was wir hatten. Das war das Worst Ending. Richtig geil, oder? Wir haben es geschafft, erfolgreich das schlechteste Ending zu erreichen. Ja. Kacke. Hätte ich nicht gedacht. Aber es gab eine Sache, die uns gefehlt hat, mit der wir... Also die Problematik war tatsächlich primär, dass wir... Was war's? Diese eine Kiste habe ich ja nicht hingekriegt. Was habe ich denn da verkackt? Eine Sache hatten wir verkackt. Ach ja, genau. Das mit dem Würfelspielgedönse. Das hätte helfen können. Wieso kann ich nicht so lange schlafen? Ach, weil da gleich einer kommt oder was? Wir können irgendwie nur 2 Stunden schlafen. Länger ist nicht drin. Und da gibt es wahrscheinlich gleich Ärger. Dann kommt wahrscheinlich gleich einer und sagt, was ist hier los? Wieso bist du hier in diesem Bett? Du hast hier nichts zu suchen und da gibt's Kohle. Strafe. Na? Aber gut, ist richtig kacke gelaufen, aber mir hat der Quest auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also auch wenn wir jetzt leider richtig scheißiges Ende hatten. Die ganze Geschichte an sich und so fand ich geil. Das war gut gemacht und so. Man hätte halt, ich hätte ihr von vornherein, ich hätte mal mehr Blaufuchs sein sollen und nicht so, oh ja komm, so Kumpelinen, von wie wir unterstützen sie. Ich hätte von Anfang an immer sagen sollen, das ist verrückt, was du da tust, das ist bescheuert und so. Das wäre besser gewesen. Im Endeffekt wäre das für sie besser gewesen. Sie hätte überlebt. Ja. Aber gut. Muss sagen, für den ersten DLC, wir sind jetzt dann quasi durch mit dem ersten DLC, fand ich das in Ordnung, auch vom Umfang her jetzt. Also, da hatte die GameStar geschrieben, dass das vom Umfang her irgendwie wohl zu wenig sei für den Preis. Gut, der kostet normalerweise, glaube ich, 9,99. Aber ich muss gestehen, selbst für 9,99 hätte ich das jetzt als durchaus okay empfunden. Das war ja doch ganz schön lang. Und wir haben 2 schöne Geschichten erlebt, die auch sehr mitreißend waren. Also insofern, ich persönlich fand das jetzt, hätte das jetzt ausreichend gefunden. Der nächste ist wohl ein bisschen weniger gut. Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir nach Tallenberg? Oder Ledetschko? Wo müssen wir hin? Ich muss eben kurz gucken. Wo hat uns denn unser Filgerweg lang geführt? Der führte nämlich da lang, wo wir jetzt hin müssen. Hier, hoch, darüber. Dann durch den Wald. Hier, nach Tallenberg müssen wir. Neue DLC-Quest. Dann ist es Tallenberg. Dann gehen wir jetzt mal dahin, weil ich möchte als nächstes das mit der Stadt machen. Wir haben hier Tallenberg. Was ist denn das? Aber das sieht doch eher aus wie die Stadt, oder nicht? Hier ist irgendwas zum Schlagen. Das könnte natürlich auch der von Sir Carpon sein. Ach egal, wir gehen jetzt einfach nach Tallenberg. Wir lassen uns überraschen und gucken, was es ist. Ich hoffe, es ist nicht der Quest mit den... mit den Banditen. Es gibt halt eine so eine Banditenquest, die möchte ich mir gerne echt fürs Ende aufheben, weil da wird nur noch gekämpft. Das wird Katastrophe werden. Dann können nämlich die, die es nicht aushalten, mir beim Kämpfen zuzusehen, entspannt abschalten. Und der Rest quält sich mit mir dann noch durch. Auf der Straße kommt es zu einem Pilger entgegen, der wohl das Gespräch sucht. Er sieht nicht gefährlich aus. Ignorieren. Das lassen wir mal schön sein. Letztes Mal gab es dann schon Stress. Was soll da auch passieren? Der das Gespräch sucht. Selbstverständlich läuft da so ein Pilgerer lang, der das Gespräch sucht. So sehe ich auch aus. Kannst davon ausgehen, dass es irgendwelche Banditen und Strauchdiebe sind.
Ich suche das Gespräch. Möchte gerne mit Ihnen über Gott und die Welt reden. Kennen Sie Joanka? Ja, nix. So. Los geht's. Also wenn ich jetzt hier richtig bin, startet hier From the Ashes. Bin schon wieder müde. Das ist ja ein DLC, wo es darum geht, ein ja, abgebranntes oder gefallenes Dorf wieder neu aufzubauen. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Muss man nicht wohl nicht so viel zu tun. Das primär ist das Geld reinbuttern. Aber mal schauen. Wie das so aussieht. Vielleicht muss man noch Baumaterial organisieren. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir starten einfach mal munter los. Und gucken wir mal. Moin, hier wird wieder der Kacke-Eimer getragen. Latrine sauber gemacht. Vernünftig. So, wo müssen wir hin? Irgendwie da hoch in den Turm. Den Weg müssen wir erstmal finden. Hier lang, dann da hoch. Kann ich da auch so rum? Ich kann da wohl... Sakra! Ich kann da wohl auch so rum. Was war das? Kack, hier ist Ende. Toll. Oh, ich bin so müde. Also mein Plan ist doch nicht aufgegangen. Wir müssen hier durch, da lang und dann hinten raus. Das sollte wohl klappen. Genau, hier lang. Was war das? Geh mal aus dem Weg, Jung. Ich muss hier lang. Dü. Hier dürfen wir nicht rein, oder was? Ich dachte, der wäre hier drinnen in diesem Türmchen. Ja, wo ist er denn? Gut, hier ist er nicht. Also ist er doch irgendwie unten. Vorsicht. Müsste hier mal durch, danke. Wo steht er denn rum? Oh, hier, die Fenster sind ja geil. Vielleicht ist es einfach der Dödel, der hier steht. Bist du's? Nein, der Wächter ist das nicht. Hier kommt man auch nirgendwo rein. Hallo? Ja, wo? Ja, wo muss ich denn hin? Schön ist die Burg hier, aber wo muss ich denn hin? Mit wem muss ich schnacken? Vielleicht kann ich da doch irgendwie rein in dieses Hütchen vielleicht und dann ist da drinnen einer. Nö. Tja, bist du es vielleicht? Der Stallmeister? Nö, der wird es nicht sein. Das sieht ja mal richtig abgeranzt eklig aus hier. Ich gehe mal einfach ins Haus rein. Ich darf hier auch nicht durch. Gibt's doch nicht. Oh, du darfst. Dorfbewohner. Oh, hier wird Holz getransportiert. Ja, ich habe noch nicht rausgefunden, mit wem wir reden müssen, aber das wird schon. Grüß dich, Heinrich. Ja, grüß euch auch, ne? Moin, moin. Wir gehen mal nach unten. Vielleicht müssen wir unten mit irgendwem reden. Es sieht schon sehr stark nach in der Burg aus. Sieht auch nach in dem Turm aus, oder nicht? Vielleicht ist auch das Haus gemeint. Wir gehen mal im Haus gucken, komm. Mit irgendwem offensichtlich hier hinten müssen wir aber schnacken. Und es deutet alles auf diesen Turm hin. Also sehr deutlich. Stallmeister wird das nicht sein. Da drin ist keiner. Wächter wird das nicht sein. Den kann ich nur bestehlen. Dorfbewohnerin. Noch ein Dorfbewohner. Wer bist du? Ein Wächter. Ein Wächter. Das ist, glaube ich, mein Häuschen. Hier haben wir doch mal, naja, ein bisschen, wie sagt man, rumgeschnackselt, ne? Naja, lang ist es her. Gut, ich gehe mal gucken. Irgendeiner wird schon mit uns reden. Du bist ein Dorfbewohner. Okay, hier wird gebetet. Köchin. Lasst euch schmecken. Ich will euch gar nicht beim Essen stören. Dorfbewohnerin, Dorfbewohnerin. Okay. Darf ich hier rein? Noch ein Dorfbewohner. Ja, Leute, mit wem muss ich denn hier reden? Zeige dich mir, Mann ohne Eigenschaften. Ah, hier, das sieht vielleicht ganz gut aus. Öffnen, ja, hier können wir durch. Schlossgang schwer. Hübscher Ofen, richtig oldschoolig. Und diese geilen Fenster. Ich will gar nicht wissen, wie kalt das in so einer Bude ist, ne? Das im Winter hier zieht das bestimmt ordentlich durch. Oh.
Was zur Hölle war das? Ja, das weiß ich auch nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Schwer. Sehr schwer. Können wir den schwer? Oh ja, warte, warte, warte. Erstmal die Tür schließen, bevor wir hier anfangen, was zu klauen. Mal wieder sein. Sein Skill auch ein bisschen verbessern, ne? So. Dort nehmen wir doch mal alles mit, ne? So. Gut, weiter geht's. Da ist keiner. Da ist Herrin. Grüß dich, Heinrich. Jo, moin, Herrin Stefanie. Alles gut bei dir? Das hört man doch gerne. Du, ich versuche rauszufinden, mit wem ich hier reden muss. Hast du vielleicht irgendwo irgendwen gesehen? Das muss hier in diesem Turm drin sein. Aber wieso komme ich denn da nicht rein? Muss in dem Turm sein. Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt. Findet ihr nicht auch? Ja, keine Ahnung. Wir schlafen jetzt erstmal. Bis zum nächsten Morgen, dann versuchen wir es nochmal. Aktuell kein Plan, mit wem wir hier reden sollen. Ich hätte vielleicht mal vorher googeln sollen. Folge gleich rum, was hat der Fuchs heute wieder gemacht? Nix. Rennt hier rum. Pass und doch auf. Rafft nicht, mit wem er reden soll. Vielleicht müssen wir hier eine Stufe weiter hoch. Hier geht's nicht rein. Stufe höher könnte vielleicht helfen. Mal schauen. Spitzer, sei doch mal still, wenn ich hier die Leute beklaue. Lalalala, so schnell raus hier. Spitze, du bist im Weg. Wie die einfach wegspawnen. Zack. Okay, ich habe keinen Plan, mit wem wir reden müssen. Ey. Wir werden das eben alles bei Kantake wieder im Inventar verstauen. Dein Pferd kann hier nicht hin. Na gut. Wir gehen doch mal runter unter die Burg. Vielleicht ist da irgendwie noch ein Haus oder steht einer rum. Vielleicht habe ich es nicht gecheckt. Keine Ahnung. Am Rande dieses Türmchens. Vielleicht bin ich doch zu hoch. Hallo, moin, da ist unser Pferd. So, Kantake, ich muss dir mal eben ein bisschen Zeugs ins Inventar reinschüren. Wenn man da jetzt mal nach gestohlen sortieren könnte, das wäre relativ hilfreich, ne? So, pass auf. Du weg, das weg. Das eben schnell durchscrollen, das muss weg. Das weg, das weg. Das auch. Das auch. Das, das, das. Vergammelte Wurst, sehr schön. Das Spinnennetz, super. Okay, wir sind schon durch. Alles klar. So, ich gehe mal dann doch nach unten an den Turm und gucken, ob wir da vielleicht irgendwas sehen. Ansonsten werde ich das gleich ergoogeln. Spätestens im nächsten Part, wenn wir wissen, mit wem wir schnacken müssen. Au. Das ergibt keinen Sinn hier unten. Da steht doch keiner hier in der Wicken rum. Er ist in dem Turm da oben drinne. 100 Pro. Ja klar ist er in dem Turm. Warum ist er in dem scheiß Turm? Gut, wir gehen kurz mal schlafen. Vielleicht, wenn wir morgen früh aufstehen, ist die Tür offen oder so. I don't know. Oder der Typ ist tot. Wer weiß. Vielleicht ist er bei der Schlacht gestorben. Und ich kann nicht mehr mit ihm reden. Könnte auch sein. Oder er ist nicht immer hier. I don't know. I don't know. Wir gehen jetzt kurz in unsere Räumlichkeiten. Pennen kurz. Wir müssen eh pennen und speichern uns erholen. Wir sind super müde. Und dann gucken wir mal, ob wir dann morgen wen hier zum Quest annehmen finden. Ist ja geil, ey. Und was hat der Fuchs heute wieder gemacht? Jo. Nee. Er hat versucht, einen Questgeber zu finden. Er ist das bestimmt hier. Er ist das bestimmt.
Oder auch nicht. Hallo. Wächter. Dorfbewohner. Schlafen und speichern. So, erstmal schön ein bisschen schlummern. Kann wieder nur 6 Stunden. Toll. Den Rest der Nacht muss ich dann warten, oder was? Dann warte ich jetzt erstmal bis Mitternacht. Und gehe dann erst schlafen. Dieser Quest hat uns voll auseinandergenommen hier. Warten wir 6 Stunden, den Rest pennen wir dann. Und dann gucken wir, dass wir so morgen ab 8 rum vielleicht dann mal den Quest annehmen können. Du. So, das Warten dauert sehr lange. Gut, jetzt haben wir auch wieder Hunger. Richtig geil. Schlafen und speichern wäre mir jetzt sehr recht. Bis 8. Dann sollte Heinrich erholt sein. Danach hauen wir uns aus dem Topf irgendwo was rein, wenn wir einen Topf finden. Sonst kaufen wir was. Wir haben ja genug Geld. Vielleicht habe ich auch noch Trockenobst oder sowas im Inventar. Wir sollten nur nichts Verdorbenes essen. Wie wir wissen, werden wir davon krank. Das ist uns schon zu Genüge passiert. Wir haben richtig wenig Gesundheit, Energie nur. 78 nur, wo wir so lange geschlafen haben. Ja, vielleicht wird es das gegen Ende noch ein bisschen mehr. Aber die Sattheit ist echt knapp, wir verhungern langsam. Heinrich, man muss mich mal wieder richtig gönnen, der muss mal wieder richtig reinschüren. So. Okay. Raus hier. Morgen. Dieser scheiß Turm ist immer noch zu. Und es gibt auch keinen anderen Weg da rein. Es ist diese einzige fucking Tür. Kann doch nicht sein, Mann. Vielleicht ist der Quest auch einfach nur so grob markiert und wir müssen mit... Könnten Happen vertragen. Ja, ich weiß, Heinrich. Kann doch nicht sein, Mann. Mit wem muss ich denn hier schnacken? Gibt's den Quest nochmal irgendwo anders? Oh, DLC-Quest. Das ist irgend so ein Ritterlichkeitsding. Da ist das Hau-drauf-Ding. Hau-drauf-Ding und ich glaube den Sir Carpon-Quest. Was ist das? Tallenberg. Journal. Was sind Aktivitäten? Vergeltung. Finde Marquardt von Aulitz und räche den Tod deiner Eltern. Ja, das ist ja... Haben wir das noch nicht gemacht? Finde einen Weg, Vaters Schwert zurückzubekommen. Das haben wir doch gar nicht gemacht. Das müssen wir mal eben noch tun. Aber jetzt versuche ich erstmal DLC-Quest Tallenberg. Ich google das mal eben nebenbei, Leute. Warte mal kurz. DLC-Quest... Tallenberg. Ihr könnt so lange spitzer zugucken. Kingdom Come Deliverance from the Ashes. So, der erste Cosmic DLC aus der Asche from the Ashes und erweitern das Hauptspiel zu den Kapitel. Blub. Wie ihr den DLC starten könnt und mit dem Aufbau aus einem Dorf beginnt, erfahrt ihr hier griffig und kurz gefasst. Habt ihr die Geschichte von Kingdom Come Deliverance schon komplett abgeschlossen, wird euch nach dem Kauf von aus der Asche eine Nachricht angezeigt. Das hatten wir ja. Hier erfahrt ihr zudem, dass ihr mit Herrn Derwisch in Tallenberg sprechen müsst, wenn ihr die Quest und den DLC starten wollt. Seid ihr noch nicht weit in der Geschichte eingetaucht oder habt ihr für den DLC gar einen Spielstand angelegt, müsst ihr mindestens die 14. Hauptmission abgeschlossen haben. Hierbei handelt es sich um die Quest Feuertaufe, das hatten wir schon. Habt ihr Feuertaufe abgeschlossen, werdet ihr automatisch zurück nach Rathai befördert. Mit den installierten DLC erscheint nun die Nachricht, aktivieren wir bereits bla 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 bla. Empfehlen Spielen übrigens einen neuen Spielstand für den DLC zu erstellen, weil ihr die Inhalte nicht erst im Endgame nutzen sollt und zusätzlich jede Menge Groschen verdienen könnt. Auch gut zu wissen, verschwendet ihr euer Geld, könnt ihr keinen neuen Bauten für das Dorf errichten. Bla bla bla. Okay, also wir müssen mit Herrn Derwisch sprechen. Aber wo ist der? Vielleicht ist Herrn Derwisch auch gar nicht hier, sondern epilogsmäßig. In Rathai. Ich weiß es gar nicht.
Wir werden gleich suchen. Okay, also das nächste Ziel ist, mit Herrn Derwisch zu schnacken. Ihr habt den Hahn kriegen gehört, das heißt, der heutige Tagesablauf war versuchen, den Quest zu starten. War sehr spannend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Und wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und suchen Herrn Derwisch. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.